Moment. Das Schwein kann wieder nicht hier noch gehen. Die hat voll, lass einfach Sarah das Video mal. Guck mal, was die alles gekalt hat. Ohne Witz, du hast auf jeden Fall gewonnen. So, Freunde der Sonne, wir waren heute in Amsterdam. Es gab leider weder Koks noch Nutten für uns. Aber dafür ganz schön viel Kram und Sarah hat am meisten abgestaubt. Hinfahrt war gut. Und lustige Leute auf der Autobahn. Ja, die ganze Zeit. Ja, die ganze Zeit. So? Und die fahren dann so anders vorbei. Hat Spaß. Eigentlich ekelhaft war aber der Typ, der gepopelt hat. Ah. So richtig gemütlich. Man denkt immer, im Auto sieht einen keiner, aber Autos haben Fenster. Parkhaus sollte wie viel kosten? 50 Euro. Ja, am Tag. Die haben sie nicht mehr alle. Dann haben wir woanders geparkt. Ging ganz gut. Aber fahrt lieber mit dem Zug nach Amsterdam. Das lohnt sich mehr. Wir hatten leider gar keinen Plan. Wir waren völlig unvorbereitet, aber ging ganz gut klar. Dann haben wir erstmal was gegessen. Und zwar dachte ich, oh geil, ich bestelle mir mal so einen Pfannkuchen. So was Kleines. Hat mir nichts Großes gerechnet. So stand irgendwie auch 12,90 Euro auf der Karte. Ich dachte so, ja gut, ist halt ein dekadenter Pfannkuchen. Ne? Dann kommt das Ding an. Und das war einfach so groß. Ich blende euch mal ein Bild ein. Und Sarahs Reaktion dazu war einfach nur: It's too small! Ja. Und die Bedienung so: Hä? Das war echt das Monstrum. Aber der lecker. War saulecker. Köstlich. Wir haben ihn alle probiert. Er war köstlich. Ja, der war echt gut. Und der Kakao da war auch echt gut. Es war an so einem Platz und da stand irgendwas mit Pancake House. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich der Ladenname war. Aber da kann man auf jeden Fall lecker essen gehen. Mit Riesenpfannkuchen auf der. Yeah. Dann sind wir ein Stückchen weiter gelatscht und dann waren da so lustige Indianer, die Schmuck verkauft haben. Wie konnte resist? Sarah und ich haben uns da schöne Kettchen geholt. Show it! Nämlich diesen. Weil der eine Kitsche hatte, habe ich statt 15 Euro nur einen 10er bezahlt. Finde ich in Ordnung. Ja, das steht so hinten auf dem Display. Mir diesen hier gekauft und der soll mich ausgleichen. Ja. Dieser Kristall. Hat der Indianer gesagt, auf jeden Fall. Ob das was bringt? Ich weiß es nicht. Der ist gut für Gelassenheit. So gelassen. Deswegen bist du kein so Puls gut mehr. Ich hab keinen Puls mehr, Leute. Wir wollten eine Bootstour machen, wie die Omas, richtig schön lecker in den Kaffee Boot fahren. Richtig, und eine Stunde lang uns den ganzen Scheiß da mal angucken. Haben das dann gebucht für 14 Euro. Wir mussten uns ja die ganze Zeit irgendwie auf Englisch verständigen. Ja. Sarah ist voll der König. Mein Englisch. Ja, das war super geil. Er hat mich halt irgendwie Fragen gefragt und ich habe total dumm geantwortet. Und dann habe ich gesagt, Zoe, mein Englisch ist not the yellow from the egg. Und dann fanden die Weiber total witzig. Das ist der Standardspruch, aber die verstehen die ja nicht. And you've got no small money. Hatte only big money, no small money. So sorry, I don't have small money. Und ich so, what? So, do you know Kleingeld? No? Small money? Small money? Okay. Ja, mein Englisch ist etwas peinlich, würde ich sagen. Aber es war lustig. Aber natürlich. Ging dann später noch weiter. Leider ungenüsslich. Ein wenig. Pylones. Ja, den Namen will ich wissen auszusprechen. Pylones. Pylones. Wir haben beide uns was für unser seidiges Haar. Ja, oh, ja, beide. Stimmt. Ja, wir beide haben eine Bürste. Guck mal, ist mit einem Nippel. Oh, ja. Mit Nippel. Das ist ein Pinüppel. Ich habe gekauft eine Bürste für unglaubliche 12 Euro. Fragt mich nicht, wieso man Bürsten für 12 Euro braucht, aber oh mein Gott, das macht Musik. Das ist eine Harfe. Es ist wunderschön und ich habe halt gerade entdeckt, dass dieser Pinöppel dabei ist und dann kann ich das schön so aufhängen im Badezimmer. Es ist hübsch und von derselben Marke hat die Christina auch was gekauft. Ja. Ich habe hier eine Taschenbürste mit kleinem Spiegel, die man hier so rauspoppen kann. Ja, auf jeden Fall sehr praktisch für die Hornetasche. Und wunderschön. Ja. Was hat die gekostet? Ich glaube auch 12 Euro. Oh mein Gott, ey. Aber es ist wunderschön. Wir brauchen da. Beide sind wunderschön. Ja, und die hatten da auch mega coole andere Sachen, aber halt alles so ein bisschen unbezahlbar, wenn man alles gekauft hätte, was man schön finden würde. Aber sehr cool. Ich glaube, den Shop gab es auch noch. Der nächste hier wäre, glaube ich, in Köln. Okay, ja. Also in der Innenstadt. Falls ihr in Köln seid, aber geht zu Pylones. Oder in Venlo, meine ich, haben die denn auch. Ja. Alles klar. Okay. Check das aus. Mega geiler Shop. Dann waren wir in diversen Süßkramläden. Es war so genüsslich. Überall Nutella.
und überall so Ami-Scheiß, so Twinkies. Ich wollte Twinkies kaufen. Ja, zu teuer. Aber 12 Euro. Für die, die das gerade nicht raffen, vielleicht habt ihr Zombieland nicht gesehen. Falls ihr den gesehen habt, dann wisst ihr, warum ich Twinkies haben wollte. Dafür habe ich allerdings Skittles gekauft für meinen Allerliebsten, weil der neulich mal erwähnt hat, dass er die gut findet und weil ich eine aufmerksame Freundin bin. Und heute Valentinstag. Ah, scheiße, bald jetzt. Und es gab Butterfinger. Yay. Und die habe ich schon mehrfach in irgendwelchen Videos gesehen und Filmen und dachte immer so, boah, das ist bestimmt mega lecker, voll geil, hab mich voll drauf gefreut. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich kenne halt von Cadbury diesen Wunderbar-Riegel und da stehe ich mega drauf. Der schmeckt halt so mega nach Erdnussbutter und das war eher so crunchy und fest und... Das war irgendwie nicht so. Nee, ne? Naja, hab ich mir auch geiler gedacht. Ich war so sehr enttäuscht. Ich dachte, das schmeckt mehr nach Butter. Ja. Wegen Butterfinger. Wegen dem Butterfinger. Man hat ein Stück Butter in Schokolade erwartet. Also, das war irgendwie nicht so butterig, wie ich dachte. Also der Wunderbar ist schon wesentlich besser. Ja, auf jeden Fall. Also kauf das nicht. Kauf lieber diesen Wunderbaren. Ich bin einfach mal völlig ausgerastet bei L'Occitane, weil ich in Brüssel das schon nicht geholt habe, als ich da war. Und ich habe mich geärgert und jetzt habe ich es einfach mal gekauft, obwohl es viel zu teuer war. Und zwar dieses Shampoo Ultra Rich hat 16 Euro gekostet. Dun, dun, dun. Sind 250 Milliliter mit Shea Butter und das wird jetzt wunderschön. Und dann habe ich mir diese L'Occitane Repair Mask gekauft. Ich hoffe, das kann auch was retten. Ja. Ich habe gesagt, ich habe much destroyed. Ja, it is very destroyed. Unser blond, you know. Yes. Ja. Ich hoffe, es hilft. Riecht so ein bisschen kräutermäßig. Also ich habe von einer YouTuberin gehört, dass die Sachen wohl übelst sind. Das Beste, was man überhaupt für die Haare kaufen kann. Irgendwie. Das riecht, glaube ich, auch so ein bisschen alt, muss ich sagen. Ja, so Opa-Oma. So Bio, das freut man nicht. Aber, alles aber was mich ganz ehrlich gesagt ein bisschen gewundert hat, sind, dass unfassbar viele Inhaltsstoffe drin sind, wo ich denke, also ich finde, da ist es schon ziemlich voll gekloppt mit Parfüm und sonst was. Nidalol. Ja, ist halt ein Silikon eigentlich, was sich halt auf die Haare legt. Ne? Die Haare zwar total geil macht, ne? Aber auch nur, weil es dann halt eben so eine Schicht drüber bildet. Mhm. Ich probiere es einfach mal aus, erzähle es dann Kira und falls es dann einer wissen will. Falls es der Shit ist, wisst ihr Bescheid. Genau. Was dann, Monkey? Erstmal hat Christina der ein schönes Kleid gekauft. Ja. Und diese tolle Tüte. Die Tüte. Oh, Tüte. Die ist so nice. Das habe ich da. Schönes runtergesetztes, sonst hätte ich es nicht gekauft. Kleid gekauft. Sieht irgendwie unangezogen ziemlich groß aus, ist aber 34. passt sehr schön zu deinem roten Haar. Ja. Mhm. Und da ja heute Valentinstag war, hatten die draußen so Herzchen-Sticker, wo man irgendwie irgendwas draufschreiben konnte. Wir haben natürlich auch was draufgeschrieben. Und aus irgendeinem unerdenklichen Grund. Irgendwie eine halbe Stunde später. Ja, ist uns etwas aufgefallen. Ich so wusel, wusel und Christina so, was hast du da? Und ich gucke und dann hatte ich dann dieses Post-it und da steht einfach mal was sehr Witziges drauf. Und zwar G-G-Gay. G-G-Gay. Ich habe keine Ahnung, ich bin anscheinend zu schwul für Amsterdam. Dann hat er sich doch geoutet. Ja. Ja, das war sehr lustig. Andenken. Okay. Ausrastleier. Mega. Und da bin ich völlig ausgerastet, Leute. Der war so cool. Oh, die hatten so wunderschönen Schmuck. Mhm. Der hieß Sharp Gear. Da haben nur Asiaten gearbeitet und unfassbar geilen Schmuck verkauft. Und so krass Kram auch. Preise. So unfassbar günstig. Sarah ist völlig eskaliert. Ich hätte noch eine Stunde da bleiben können. Ich dachte nämlich, ich kaufe mir passend zu meiner Kette die passenden Ohrringe. Und das sind diese hier. Ich denke mal, dass ich die hier oben noch silber anspringen würde, damit das zu der Kette besser passt. Bin ich nicht ein Genie? Oh, du Einsarm. Ich schmier das Gift jetzt kaputt. Ah, komm, jetzt geht das Ganze vergessen. Die riechen jetzt ein bisschen nach Fuß, aber sind immer noch gut. Fußskittles. Wie Jelly Beans. Diese Harry Potter, die nach Popel schmecken. So, also ich bin völlig ausgerastet. Ich zeige euch jetzt meine 100.000 Sachen. Erstmal habe ich mir auch Ohrringe gekauft. Und zwar Holzohrringe. Da kann man oben diesen Pinöppel durchstecken und dann kann man sich die so rein machen. Die fand ich wunderschön. Dann habe ich mir gekauft diesen wundervollen, tollen Ring, den man so anziehen kann, wie ein Ring. Nein, echt. Unfassbar. Ich finde ihn total muffelig toll. Ja. Guck mal, damit kann man auch richtig so einem so, wisst ihr, wie ich meine? Richtig. Na, ist so ein richtiger Totschläger, so ein bisschen. Wunderschöne zwei Armbänder gekauft.
So, kann man auch so anziehen, ne? Versteht ihr? So, wunderhübsch. Ich bin begeistert. Und die waren beide zusammen 5 Euro. Der Arm hat echt genug. Muschel. Und da ist so Holz drunter. Also ich finde das ganz... Dann habe ich mir Kettchen gekauft im Saale. Da ist wie... Ich fühle mich ein bisschen wie bei Juwelo oder Teleshopping. Ne? Hier mit so Perlmutt. Schmückt einen ganz toll. Hier, das sieht so ein bisschen aus, fand ich, wie so ein Fischer-Angelhaken. Aus Holz schmückt einen auch ganz toll. Das war's. Das war's. Was ja, jetzt habe ich gedacht, da fährt so viel. Jetzt ist es schon vorbei. Dein Sticker, den haben wir noch vergessen. Ja, toll. Ein Amsterdam-Sticker. Ich habe so einen Koffer. Da kleben alle Sticker drauf, wo ich war. Ich habe den Koffer zwar nie mit, aber der ist voller Sticker. Für die Ohrringe habe ich, glaube ich, 2,50 bezahlt, weil wir dank Sarah jetzt einen Monster-Rabatt bekommen haben. Was weil ich gesagt habe, es gibt was in Discount. Okay, okay, I show you. Und dann tippte der was ein und ich denke so, was tippt der da? Ich komme gar nicht mit. Egal, war günstig. Was hast du für deine Für alle Sachen habe ich 23 Euro bezahlt. Ja, mega geil. Dann kam der Mega schon. Boah, Alter, der Workshop. Richtig geil, wir laufen so lalala und alles. Oh mein Gott, Ratten voll aus. Überall Zelda und Mario Sachen. Ja, wir haben Kram gekauft. Ja, wie fand ich den total toll. Und zwar haben wir hier diese unfassbaren Mützen. Geil. Die Longenose hier, so genüsslich. Ja. Und mit so Schnauze. Auf jeden Fall, voll schön. Ja, hier. Für 20 Euro, neueste Kollektion. Neue Zelda-Kollektion. Und die habe ich auch gekauft. Und wo wir beim Thema Zelda waren, haben wir an der Kasse auch nochmal direkt zugeschlagen. Beziehungsweise das ist aber wirklich ein Schnäppchen. Ja, da gab es so kniehohe Söckchen. Das ist natürlich auch hier mit diesem Hyrule-Symbol und so pseudo-geschnürt mit Schleifchen. Und die sind, wie gesagt, kniehoch. Ich denke mal, dass die mit braunen Boots ganz schön niedlich aussehen könnten. Ich habe Sonja auch mal was gekauft. Ja, ich habe mir hier so eine Armschiene gekauft von Assassin's Creed. Und man kann dann halt wirklich jeden Reißverschluss aufmachen und dann ein kleines bisschen Kleingeld oder ähnliches reinziehen. Small Money. Für den Spaß habe ich 17,99 Euro bezahlt. Ich finde das voll in Ordnung. Ich finde das einfach nur mega geil. Ist auch voll schön verarbeitet. Sondern so, ich kaufe das. Ich kauf das jetzt. Ich meine das ernst. Ich kaufe das nicht so. Ja, okay. Tu es. Und die Verkäuferin war so süß. Verkäuferin, ja. Wir haben halt erzählt, dass wir eine Zelda-Cosplay-Gruppe machen, weil sie gefragt hat, ob wir das Spiel auch spielen. So, finden wir das einfach so toll. Nee, wir wollten nur die Mütze. Wer ist Link? Ja. Und das Geilste war, wir haben dann erzählt, der macht das und das, der macht das und das. Und sie hat Link nicht verstanden, meint so, who's Mink? I know who's Ganondorf, but who's Mink? Is it a villain too? And we're like, no, you know. Link? Do you know it? Oh, Link, okay. Die war echt sehr süß. Ja. Das war süß. Ja, aber leider wisst man nicht, wie der Laden hieß. Also ja, da war noch kein Name. Also es war direkt am Hauptbahnhof, an der Hauptstraße, aber leider kein Name. Also wenn ihr aus dem Hauptbahnhof rausgeht, geradeaus am Nuttenviertel vorbei und dann irgendwann auf der rechten Seite nach so einem Fressläden, glaube ich. Ja. Ne? Mega aber geil. Jede Menge Nintendo-Sachen. Ja. Extrem cool. Viele Rucksäcke, Caps und so. War echt cool. Dann sind wir weiter und wollten unsere Bootstour genießen. Und sind dann erstmal irgendwie von A nach B geschickt worden und dann wieder da und dahin. Und nee, ihr müsst dann darüber und das da anmelden. Nicht umdrehen. Du musst gehen. Geh einfach. Geh einfach ganz normal. Ach Mann. Wo wir dann endlich dann angekommen sind, nach einer Viertelstunde Hin- und Her-Schickerei, hat die Alte uns dann erzählt, dass das Boot erst in einer Stunde fahren würde und dass es da Probleme gibt. Und wenn wir dann da weggehen, dann kommen andere Leute und dann dauert es noch länger. Und wir standen dann und dachten, stellen wir uns jetzt wirklich eine Stunde in die Kälte? Tun wir nicht. Nein. Und dann sind wir die Tickets umtauschen gegangen, was auch noch voll der Akt der Verzweiflung war. Aber es hat doch noch funktioniert und... Wie oft es einfach diese Shops gibt. Boah. Ja. Wir gehen alle 3 Meter weiter. Waren wir in diesem Shop? Nein. Waren wir in diesem Shop? Nein. Aber dieser Shop war es? Nein. Aber dieser Shop? Oh nein. Sie waren überall. Ja. Wie gesagt, ich wollte eigentlich gerne noch ins Nuttenviertel. Den Gefallen konnte wir dir leider nicht tun. Ich hätte so gerne eine Lapdance bekommen. Das nächste Mal. Genau. Im Sommer wollen wir nochmal wiederkommen. Ja. Und unsere Bootstour genießen. Und dann, genau. Vielleicht auch mit einer Übernachtung. Ja. Yes. Die ganze Nacht. Dann kann ich die ganze Nacht mit Nutzen feiern und Puffis durch den Klug. Ja. Ich hatte nicht mein Portemonnaie mit, aber schmeiß Puffis, ne? Oh. Ich hab das vergessen. Und immer Kira so. Sarah, ich will was kaufen. Ich so. Ja, gib mir das, Bitch. Ich bezahle dich. Ich
war dir sehr loyal. Noch gehört alles mir. Zu guter Letzt nochmal die Fusion aus Christina und Sarah mit meinen Extensions nochmal als genüsslicher Abschluss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr fandet die Sachen irgendwie spaßig. Falls wir die Shops noch finden, schreibe ich euch das auf jeden Fall in die Infobox. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es dazu. Falls ihr vielleicht auch noch irgendwie Tipps habt, wo man in Amsterdam cool shoppen kann, schreibt es das auch auf jeden Fall noch rein, weil wir wollen auf jeden Fall nochmal fahren. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.